Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mit dem guten Abu. Goku. Ja, Mann. Also für euch sieht das so aus, als wäre es das erste Video. Wir haben aber gerade schon eins gedreht, das kommt noch raus. Aber heute machen wir, du zeigst die zwei stärksten Burgerläden in Kiel, ne? Ja, richtig, genau. Und das sind direkte Konkurrenten auch, ja? Das sind direkte Konkurrenten, ja. Mhm. Ich finde beide Burger stabil, aber du sollst sie heute bewerten. Okay, würdest du sagen, auch städteübergreifend können die was reißen? Ja, schon. Ja. Ja. Ich habe Burger in Städte gegessen, wo ich mir dachte so, alles klar, hätte ich lieber einen Döner gegessen. Ja, ne? Okay, also könnten genau. Die auch was reißen, denkst Safe. Du vielleicht in meinem Ranking auch? Ich sag immer, wir sind hier im Norden, umso weiter man in den Süden geht oder in die Mitte, hat man besseres Essen. Ja. Mach zwei Sachen, sag, wie ist er im Norden und in deinem Gesamtranking. Okay. Das würde mich interessieren. Okay, das mache ich. Versuche Norden mal rauszufiltern. Weil der hat eine ganz eigene Würzung. Okay, geil. Die hast du noch nie in deinem Leben gegessen. Ja? Und entweder magst du sie oder nicht, das ist das Ding. Okay, ich werde da gleich direkt genau drauf eingehen. Ich werde noch eine kleine Story, ich erzähle gerne immer so Storys außenrum auch. Wir haben eben schon geklärt, Abu hat kein Spiegelei. Spiegelei, was heißt das? Also er muss nicht ins Spiegel gucken, um seine Eier zu sehen. Meine Zehen. Ja. Meine Zehen, ja. Er meint meine Zehen. So, wir haben hier den besten Burger unter Umständen im Norden, Abu. Also die haben Smashburger, die haben Köfterburger, die haben Sujuk-Rollen, Falafel, die selber machen. Okay, aber die Burger, die man kriegt, die sind Köfte. Ja, das ist so Köfter-Style und auch die Würzung ist so Köfter-Gebiet. Ich hab mal selber versucht, einen Köfte-Burger zu kreieren, hat aber scheiße geschmeckt. Boah, das ist ja krass, dann hast du ja direkt einen Vergleich. Ich habe einen Vergleich, aber der wird nicht schwer zu toppen, meiner. Du hast eben auch schon gesagt, Food Talks können gefährlich sein, Abu, ne? Ja, irgendwie kocht man in der Küche, aber trotzdem in der Natur. Ist so, ja. Moin Chef, grüß dich. Bist du hier der Chef auch? Ja, genau. Wir machen heute ein kleines Video. Köfteburger habt ihr für uns, ne? Ja, richtig so. Weißt du, was Abu gesagt hat? Er hat gesagt, könnte sogar städteübergreifend besser Burger im Norden sogar sein vielleicht. Ja, vielleicht. Ich mache jetzt kein Hexenwerk, aber ich bin immer frisch. Kannst hier reinkommen, alles ist Chico, alles ist entspannt. Ja. So. Kennst du die Samurai-Soße? Die ist aus Belgien, die Soße. Wenn ich dir die Soße zeige, du trinkst sie aus. Kennst du die Yappi-Soße? Natürlich. Kennst du auch Yappi aus Buxtehude? Nee, gibt's die auch da? Die Yappi aus Buxtehude, mit der Monte was hatte. Ach so! Der ist auch happy. Abu und ich interessieren uns noch für eine Sache. Weil wir werden auch deine direkte Konkurrenz werden wir testen. Also wir machen direkten Vergleich. Würdest du sagen, du willst im direkten Vergleich gewinnen? Ich würde sagen, ja. Das ist schwierig, weil das ist ja mein alter Truck. Habe ich alles richtig gesagt. Das ist schon eine krasse Geschichte eigentlich. Ist dein alter Arbeitgeber, du hast seine Rezepte geklaut? Nee, ich habe das verkauft. Ich habe das da gegründet. Ach so. Ich war der erste an sich, der das überhaupt gemacht hat hier in Kiel. Der neue Alte ist am Start und bringt mir die alte Qualität. Neue auch. Das ist der Burger da. Ah, stark Smash. Ist der Smash-Köfte-Style. Genau. Boah, stark die. Ohne Witz, genau so habe ich zu Hause. Ich habe ja auch bei Twitch früher mal gekocht, habe ich einen Köfte-Smash-Burger wollte ich machen. Aber ist in die Hose. Hat nicht geschmeckt, oder was? Nee, irgendwas habe ich falsch gemacht. Oha. Kannst du mir auch eine Super Zero geben und ein Wasser bitte? Was willst du, Honne? Ich trinke erstmal nichts, Rudi. Sicher? Ja, ich trinke nicht so viel beim Dings. Ich habe Wasser auch im Auto, weißt du? Kann ich hier ein bisschen sparen noch. Habe ich schon. Was würdest du denn sagen unter uns? Brauchst du jetzt nicht so laut sagen, ne? Was hier besser oder drüben? So, welche Punktzahl würdest du hier geben? Für Norddeutschland würde ich sagen eine 8. Wir wollen beide unsere Fahrräder tunen lassen. Wir machen einen Chip rein. Wer fährt oder was? Nee, wir wollen. Mehr Grund, da fahre ich mehr, aber wir machen nur auf Privatgelände. Nur Privatgelände. Ja, nee, machst du uns einen Köfteburger? Gerne. Hast du vom türkischen Schlachter deines Vertrauens? Ja, genau. Ja, okay. Da würdest du sagen, du hast gut im Gefühl, wie viel die wiegen danach? Ich würde sagen 105 Gramm. So. Weil ich sag dir ehrlich, ich kenne Burgerläden, die haben das wirklich grammweise erhöht, mal so 10, 20 Gramm mehr, um das perfekte Ergebnis zu zeigen. Deshalb, manche machen mit Hand nur und machen per Gefühl, aber manchmal sind Millimeterangaben da. Ja, bei mir ist es immer auf Gefühl. So wie der vom Dönerladen das Brot macht, nach Gefühl. Ich glaube, irgendwann macht man es nach Gefühl einfach. Das müssen wir auch noch mal essen. Wir haben hier nämlich jetzt ein Video noch, das kommt danach. Abu zeigt mir zwei besten Döner im Norden und ich ihm auch. Und dann gucken wir, welcher besser ist. Kommt die Tage. Wir laden es dann zusammen hoch. Wir laden es gleichzeitig hoch. Wenn ihr mit einem von seinen Videos fertig seid oder andersrum, geht ihr einfach rüber und dann schaut ihr einfach. Ja, Mann. Bin mir sicher, dass meine gewinnen werden. Ich bin mir sicher auch, dass meine gewinnen werden. Echt jetzt? Glaubst du nicht? Okay, ja, weiß ich nicht. Dachtest du, ich sage, ich werde nicht gewinnen? Ja, ich bin schon. Oha, starke Rüstung, Bro. Genau. Ich kenne ja die Gewürze auch, aber ich weiß nicht, was für eine Zusammensetzung das ist. Und ich finde, das schmeckt sehr orientalisch. Das ist kein typischer Smash-Burger-Geschmack. Es riecht so ein bisschen aber auch wie so Maggi-Gewürz.
was ich schon mal geil finde, Abu, und sehr stark, dass mal jemand was anders macht. Viele werden jetzt auch in die Kommentare schreiben, in Burger gehört keine Gurke. Und da kommt das zutage, was du gesagt hast. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich habe Dinger gegessen, da hat das ultra scheiße geschmeckt und welche, da war es geil. Und dann noch mit den Sumak-Zwiebeln und den türkischen Gewürzen drauf. Soll ich dir was sagen? Oh. Ich wusste bis gerade nicht mehr, dass da Gurke mit bei ist. Nee, ne? Ich esse den richtig gerne, den Burger hier. Kennst du das Prinzip mit der Alufolie? Es gibt auch die glänzende Seite und die matte Seite. Ach so, das meinst du? Ja, was ist da? Die glänzende Seite hält warm und die matte Seite hält kühl. Ist das ehrlich so? Ja. Aber woher soll man das wissen? Ist cool, ne? Heftig, das wusste ich nicht, Mann. Abo für die Lifehacks, Pro, Mann. Der wird dir sehr gefallen. Also Abo hat dich zur richtigen Stelle gebracht. Bin sehr gespannt, Mann. Ja, lass uns da vorne einmal. Ja, ja, auf der Motorhaube. Auf der Motorhaube. Lass mal eine nehmen, die ist höher. Ja, ist echt besser. So, gucken wir noch mal rein hier. Also erster Biss direkt, wirklich ganz anderes Erlebnis. Ganz anderes Erlebnis von den Gewürzen und dezent. Das hätte ich nicht gedacht. Es kommt dezent rein und nicht so richtig übertrieben, weil er so viel Gewürz drauf gemacht hat. Ich, oh nein, das ist bestimmt überwürzt. Überhaupt nicht. Und heftige Kruste vom Burger, ne? Die Kruste ist gut, ne? Ja. Ich habe immer gesagt, den Burger kannst du fast mit dem Gaumen essen, brauchst keine Zähne für. Jetzt kommt wirklich dieses Gewürz, Abu, wie bei Miracoli. So ein ganz klein bisschen dezent, aber nicht so heftig ins Tomatige rein, aber so ein bisschen das Feeling davon. Miracoli ist ja auch eine Gewürzzusammensetzung. Also es klingt auf jeden Fall logisch, was du sagst. Also erstes Feeling, Pro und Contra. Schockt einfach mal was anderes zu essen. Gutes Spiel mit den Gewürzen. Wird langsam auch intensiver. Vernünftiges Brot. Fleisch ist wirklich vernünftig. Hätte ich nur ein bisschen weniger gesmashed. Das heißt, das ist ein bisschen saftiger. Es ist immer ein schmaler Grat. Hatte Goldies auch ganz am Anfang zu viel Kruste. Und nicht saftig genug mehr. Aber trotzdem stabil. Ich finde den Käse auch sehr lecker. Der passt gut. Wir haben auch den Hochlandkäse. Der passt super. Wir snacken kurz auf. Dann sehen wir uns beim nächsten Burger. Bis zu 120 Euro sparen. Ganz kurz dranbleiben. Video geht sofort weiter. Ich möchte euch von Folgendem überzeugen. Wieder selber kochen. Wieder gesünder leben. Wieder mehr Zeit und Spaß in der Küche verbringen. Wer den Sponsor gleich kennt, gibt dem Onkel Holle eine Chance, euch zu überzeugen. Ein paar Argumente von mir für HelloFresh. Thema Preis. Viele denken, das kostet echt richtig viel. Mit meinem Link in der Videobeschreibung zahlt ihr zum Beispiel die größte Portionsgröße statt 90 Euro 52 noch was. Wenn man das runterrechnet, blendet das hier ein. Ihr könnt dann, wenn ihr draufklickt, auch die Portionsgrößen auswählen. Dann verändern sich die Rabatte, seht ihr alles übersichtlich. Dann zahlt ihr für eine Portion 3,50 Euro. Ihr könnt auch mit der kleinsten Portionsgröße starten. Ist geil zum Probieren für das Ganze. Da zahlt ihr nur 17,99 für zwei Gerichte. Zwei Personen die Woche. Im Vergleich, wirklich, rechnet das aus, wenn ihr geile Gerichte kauft irgendwo. Was ihr da zahlt für ein komplexes Gericht, da zahlt ihr mit Sicherheit mehr als 3,50 pro Gericht. Und da sind wir beim nächsten Punkt, ihr kocht auch mal Sachen, die anders sind. Wenn man nach Rezept irgendwo anders einkaufen geht, was auch, was ich finde, immer das Problem ist, man hat 1000 Sachen, die man kauft, die man sonst nie braucht. Hier bei HelloFresh habt ihr kleine Verpackungsgrößen, das braucht ihr. Ihr kocht Special Sachen, auch internationale Küche, wirklich top. Und das Ganze könnt ihr auch kündigen, wenn ihr wollt. Ihr habt keinen 5-Monats-Dings oder so abgeschlossen, ihr schließt es so lange ab, wie ihr wollt. Versand ist auch gerade gratis mit meinem Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung draufklicken, alles wird abgezogen. Testet es mal, würde mich freuen und jetzt geht's weiter im Video. Also wir sind eigentlich direkt am Start schon, Abo, wieder. Wieder, ne? Das gleiche Schema, Parkplatz, Foodtruck, Burger. Aber habe ich das jetzt richtig gecheckt? Der hat so den gleichen Burger vom Dinger, den Style. Ich weiß nicht mal, ob er dieselben Gewürze benutzt. Ich werde ihn direkt mal fragen. Moin Chef, grüß dich. Wir haben eben schon anderen Burger getestet. Machst du auch so Köfte-Burger? Ja. Ist auch Köfte, ne? Köfte auch, ja. Wir wollen gucken, welcher besser ist. Okay. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich sehe schon, er macht die dicker. Die sind dicker. Er macht die dicker, Das könnte ein Pluspunkt sein. Das war, was ich eben kritisiert habe. Was ich noch kritisiert habe eben, da war die Kamera schon aus, habe ich gesagt, wenn was Verbesserungsbedarf ist, dann Dings ein bisschen dicker, den Patty. Ein kleiner. Bun auch. Das ist so ein Ding, er hat danach noch zugegeben, er hat das Butcher genommen. Das ist geil, so privaten Bereich. Aber wenn man das nächste Level gehen will, so ein Upgrade, dann muss man sich die Mühe machen. Und das ist viel Arbeit, hat er auch selber gesagt. Irgendwo individuelles, noch besseres Bun kriegen. Aber sonst war der sehr stabil schon mal. Mann. Wir wollten zwei Burger, Abi, gerne. Genau. Ganz normal oder doppelt? Was ist besser? Beides besser. Ja? Du bist in der wöchentlichen Auswahl der besten Sprüche, Bruder. Okay, also er smasht die auf jeden Fall nicht. Er smasht die gar nicht, ne? Drückt so leicht mit der Hand, aber ist auf jeden Fall kein Smash. Nee. Smash ist schon, wenn ich mich draufsetze. Genau, gefühlt so, ja. Nein, dann haben wir Briefmarken. Nein, dann haben wir Briefmarken. Das wird ein ganz anderer Burger, Bruder. Das wird ein ganz, ganz anderer Burger. Und billiger, nicht so teuer. Billiger ist hier sogar noch. Da fliegen schon die ersten Schüsse. Ja. Ja, das ist gut, Alter. Ja. Ja.
jetzt nochmal, nachdem er das gedreht hat, die Burger flach gedrückt. Eigentlich. Macht man das nicht? Nicht, weil der Saft rausgeht. Ja, ja. Okay. Mal gucken, ob die trocken ist. Ich hab's nämlich gerade gehört. Ja, hat man richtig das Zischen hören von den Flüssigkeiten. Nein, lass es drin, das Zischen. Ja, bitte. Das sind saure Gurken, aber nicht Scheiben geschnitten. Sondern die richtig dicken, ne? Die dicken. Die dicken für den Dicken. Minze so. Er macht. Klein, wenn ich neben dich, du stehst einfach mit deinen Armen. Ich bin mit 10 Spitzen noch. Eine Kugel Eis, bitte. Du machst sogar Minze, ne? Ja. Oh, du machst sogar Minze. Jetzt probier sie mal. Aber was, ne? Also das mit den Zwiebeln fand ich richtig krass, dass sie so eingelegt sind irgendwie in scharfes Zeug. Krasse Soße, ist geil. Das ist jetzt nicht der saftigste Burger, aber er ist nicht trocken. Aber er ist ein bisschen saftiger als der Smashburger. Mhm. Und mit den Gurken, was sagst du dazu? Das Ding ist, ich bin verrückt nach sauren Gurken. Ich esse die großen immer so. Ich liebe die auch. Ja, das gleiche Bann, glaube ich, sogar wieder eben. Ja, das ist genau das gleiche. Und ohne Spaß, die Minze ist sogar voll heftig. Der Minze bockt. Das ist ein sehr solider Burger. Also das letzte Mal, als ich ihn gegessen habe, war der auch sehr gut, aber der ist immer noch sehr gut. Lass uns direkt Bewertung raushauen. Ich würde mich erstmal über deine Bewertung würde mich interessieren. Meine ist eh in Stein gemeißelt. Versuche auch mich kurz und knackig zu halten. Okay. Aber also, sag, was dir auf der Seele liegt. Ich finde den ersten zum Essen entspannter. Da ist viel zu viel Salat drin. Den ersten kann man so wegsnacken und du hast das Gefühl, aber du willst noch einen essen. Ja. Vom Geschmack und Saftfaktor her fand ich den ein bisschen besser. Die Gurken haben mir viel mehr gefallen als die anderen Gurken. Ich habe den anderen ja so eine solide 8 gegeben. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, das hört sich komisch an, aber ich würde den auch eine 8 geben. Das sind zwei verschiedene Burger für mich. Die sehen gleich aus, aber für mich ist das so, ich habe mal Bock auf Smash und ich habe mal Bock vielleicht auf den. Ja. Sie sind beide sehr, sehr lecker. Absolut nachvollziehbar, Diego. Ich sag dir, ich bin gar nicht so fern von dir. Erster Burger hatte ich ja gesagt, nochmal zusammengefasst. Bun geht ein bisschen besser, bessere Dicke vom Patty, aber interessante Gewürze. Hätte ich eine 7-8 gegeben. Und bei diesem Burger, auch Bun wahrscheinlich das gleiche, geht ein bisschen was rauf. Saftigkeit generell vom Fleisch, von der Fleischzusammensetzung geht was rauf. Aber auch sehr interessanter, neuer Burger mit den Gurken, mit diesen Gewürzen auf den Zwiebeln. Minze war. Und der Minze, also mit einer 7-9. Ich bin sogar an der Tendenz, eine 8 zu geben, weil er so special ist. Bin ich dabei, Digi. Fast keine unterschiedliche Meinung. Fast gleich. Also da kannst du nicht sagen, dass einer besser ist. Das ist einfach nur ganz leichte Nuance. Da ist kein Burger besser oder schlechter als der andere. Man merkt aber, dass es von derselben Hand kommt. Safe. Ist so, ja. Oh, aber geil, Digi. Ist gut. Aber würdest du sagen, hat sich gelohnt, diese Burger zu testen? 100%. Ich sage euch, sind beides interessante Burger, wo es sich lohnt, ranzufahren und die Burger zu testen und die ich jederzeit wieder essen würde. Du musst, ihr müsst euch vorstellen, dass man überhaupt so eine Summe gibt, obwohl die Buns von Supermärkten so mäßig. Ja, und ich fand es sehr interessant. Ich schwöre, ich habe vorher die Bewertung schon im Kopf gehabt, bevor du gesagt hast, das finde ich krass, dass wir so eine ähnliche Bewertung haben. Heftig, deswegen hast du so, okay. Finde ich ja, geil. Cool. Abo, Mann. Danke für, deine Zeit, hat sehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Abonniert unbedingt Abo, ne, ist in der Videobeschreibung. Dankeschön. Genau, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Ideen habt mit uns zusammen, haut es in die Kommentare generell, was ihr von der Kombi haltet. Ich komme dich auf jeden Fall mit deinem Format einmal besuchen, wo die Bres uns mal was zeigen sollen. Dem Jury-Format, genau, dem Jury-Format, wenn ihr natürlich Bock darauf habt. Und dann machen wir das. Dann sagt, wer noch dazu kommen soll. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ne? Haut rein.